Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof Bremen und ich muss mit einem 9-Euro-Ticket nach Dresden hinfahren. Und eben gerade ist meine Straßenbahn ausgefallen wegen Feuerwehreinsatz. Und dann kam Schienenersatzverkehr, aber der ist so langsam gefahren, dass ich den ersten Zug verpasst habe. Jetzt muss ich hier eine ganze Stunde rumwarten. Das ist richtig widerlich. Jetzt sitze ich hier die ganze Stunde am Bahnsteig rum und warte auf meinen Zug, der ganze... So, solange ich auf meinen Zug warte, wollte ich euch zeigen, was sich bei mir in meinem Wagen geändert hat. Und zwar das hier, das ist eine neue Sackkarre. Das hat mir Helmut geschenkt. Vielen Dank dafür. Das ist eine richtig geile, voll cool Sackkarre. Die ist besser als die zweitbilligste Klappsackkarre von Hornbach. Dann habe ich hier meinen Stuhl außen dran genäht. Das habe ich extra gemacht, weil wenn ich jetzt in so einem 9-Euro-Ticket-Zug drin bin und natürlich immer keinen Platz habe, dann habe ich keinen Bock drauf, den Stuhl von dem Wagen direkt herauszugraben und so weiter. Und deswegen habe ich das jetzt außen dran gehängt. Dann ist das hier auch neu. Da habe ich auch hier draußen dran gehängt. Damit ich das auch nicht, wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf den Kopf falle und mein Gehirn rausguckt, dass es nicht schon wieder in meinen Wagen da auch reingreifen muss und rumgraben und suchen muss und sowas. So, mein verranzter Zug ist angekommen. Ich werde hier jetzt einsteigen. Ich bin jetzt in Hannover angekommen und das habe ich vergessen zu erzählen. Und zwar das Ding, das ist auch neu, das ist eine Metallplatte. Diese Metallplatte, die geht über die gesamte Tasche bis hier unten hin. Das habe ich gestern beim Bauhaus gekauft, also bei diesem Bauhaus, wo ich die billigste Klapserkarre von Bauhaus gekauft habe. Und Schrankscharniere. Genau, bei diesem Bauhaus habe ich das gekauft, damit hier noch mehr Stabilität vorhanden ist, weil sonst kippt diese Flasche immer wieder runter. Und guck mal dieses Weiße hier. Das habe ich bei E-Center gekauft. Das sind Schneidebretter. Da habe ich hier oben das da dran geklebt und hier unten. Damit wenn ich den hier auspacke, ich so eine richtige Arbeitsfläche habe zum Fleisch und das stört meine Aufnahme. Zum Fleisch und noch mehr Kochutensilien wie Zwiebel und Paprika und sowas, dass ich das hier drauf beschneiden kann. Und den kann ich als provisorischen Tisch benutzen. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob der hier hält, weil meine Plexiglasplatte, die ich bis vor kurzem da hatte, die ist auf der letzten Tour durchbrochen. Aber so richtig durchgebrochen. Der ist richtig kaputt. Und deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob der hier hält und der nicht durchbricht oder durchbiegt oder sowas. Mein versiffter Zug ist angekommen. Ich werde hier einsteigen. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Ich bin in Halle angekommen und die Schaffnerin hat gesagt, dass ich da nicht rein darf mit Ihnen hier, weil das viel zu fett ist und weil das da total überfüllt sein sollte oder so. So, und darauf, dass die Schaffnerin mir verboten hat, mit Ihnen hier im Zug einzusteigen, weil der angeblich zu voll sei, obwohl der Zug vorhin, also nicht eben gerade, sondern davor, noch voller gewesen war, werde ich jetzt zur Neukauf hinlaufen, um dort Bier zu kaufen und danach darauf ein Wartebier zu trinken. Geprost! Toll, jetzt komme ich eine ganze Stunde später an. Also noch eine weitere Stunde. Das ist richtig widerlich, das ist richtig ekelhaft. Eigentlich sind das sogar ganze 3 Stunden, die ich zu spät komme, weil heute Morgen hat mein Wecker einfach nicht geklingelt. Und ich habe verschlafen, so dass ich dann eine ganze Stunde dann später kam. Zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof. Und dann auch noch dieser scheiß Brand in der Stadtmitte, dass meine Straßenbahn da nicht zur Haltestelle hingefahren ist. Zum Bahnhof. Also ganze 3 Stunden sind weg, ich bin 3 Stunden zu spät. Das ist schon wieder eine richtige, widerliche Hinreisefahrt. Die nervt mich, die stört. So, ich habe gerade eine ganze Stunde geduldig auf diesen Zug hier gewartet. Und jetzt laufe ich da rein mit Ihnen hier. Mit der Hoffnung, dass ich dieses Mal reinkommen kann. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll.
Junge, ist das hier überfüllt. Es ist richtig überfüllt. Es ist richtig beschissen, hier mit Ihnen hier lang zu laufen. Und ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach Gleis 16. Der sollte irgendwie 9 Minuten entfernt sein und ich kenne mich hier überhaupt gar nicht aus. Aber ich finde ihn einfach nicht. Das ist richtig widerlich. Und ich habe nur noch 10 Minuten Zeit, bis mein Zug kommt. Und da sind hier auch noch so viele Menschen und sowas, dass ich irgendwie kaum hier durchkomme. Prüfen, ob ich gleich meinen Zug erwische. So, ich habe mein Gleis gefunden. Und 5 Minuten habe ich noch Zeit. Und mein verschmierter Zug, der steht da vorne schon. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Ich bin in Dresden angekommen. Geprost. Ich grüße Diego Pulver. Ich grüße Aldrian 001. Ich grüße Basti Gräser. So, ich bin jetzt gerade hier und ich habe mich hier mit dem Helmut getroffen. Ja. Und dem Schänder. Servus. Und jetzt wird erstmal gefressen. Das hier, das ist Fleisch, das wird gebraten. Und dann wird das gleich in unsere Fressen reingesteckt. Der Schänder frisst sich die Scheiße ins Maul. Das hier, das ist der erste Prototyp von den Brotsteaks. Das schmeckt einfach nur geil. Ja! Das Ohrenkneifer, Junge. Ja! Ja! Das hier, das ist gleich mal ein Fressen. Das ist ein Premium-Stück. Das sieht richtig lecker aus. Das ist geiles Fressen. Ready! Aha. Aha, der Erik. Wo ist denn der David? Der ist schon rein. Okay, weil die Jungs, ich will die Jungs mal. Dann hol du mal die Jungs bitte. Ja, ist runtergefallen, Alter. So, währenddessen ich jetzt gerade fräse, ist der Seibt angekommen. Und er hier, der hat das dann. Ach, das geht noch heller, oder? Ja, aber ich habe gerade keinen Bock, das heller zu machen. Alter, ich das ist schon okay. Das ist ein wundervoller Mann. Morgen treffen wir uns nochmal. Morgen werden wir ein Bierchen trinken zusammen. Oh ja. No homo. Nee, aber du bist wieder. So, jetzt wird letzte Fressen gebraten. Das ist für Helmut. Guckt mal hierher. Guckt euch das mal an. Das frierst jetzt Helmut. Das ist richtig geil. Das ist ein Empfehlenswertungsgrill mit Würstchen. Lammwürste. Ich denke mal, wie saftig die sind. Ja. Die sind richtig geil. Wir gefahren jetzt Straßenbahn oder wie das heißt. So, wir sind gerade hier mit gefahren mit diesen scheiß Straßenbahn. So, wir gelaufen jetzt durch so die Straßen durch zu unserem Pennplatz. Deswegen laufen wir dahin. Und aus keinem anderen Grund. So, wir werden jetzt hier hochkrabbeln und da oben pennen. Genau da. Und da, wo wir jetzt hochkrabbeln, das ist genau hier unter dieser Brücke hier. Und hier an der anderen Brückenseite, da wird Party gefeiert. Deswegen pennen wir jetzt gerade hier, wo dieser Stein ist. Der Helmut, der saugt sein Kissen auf. Sein Schlafplatz. Das hier, das ist ein Schlafplatz. Ein Luxus-Schlafplatz mit Luft drin. Und dann schlafen wir immer mit dieses hier, mit diesem Schaumstoff, was mir Rob geschickt hat. Das ist immer noch der beste Schlafdings. Das ist Premium-Schlafplatz.
Guten Morgen, wir haben es viel zu früh und mein Gehirn schwappt rum von gestern. Aber wir laufen jetzt zum Trödelmarkt. Oder beziehungsweise wir packen jetzt ein und laufen jetzt zum Trödelmarkt. Mit dem vollgeschwappten Gehirn. Da laut, deswegen laufen wir dahin. Ich bin auferstanden. Und das hier, das ist unser Schlafplatz gewesen. Hier unter dieser Brücke haben wir hier gepennt. Und hier geht das tief runter. Und hier ist diese komische Treppe, oder wie das heißt, wo die ganzen Menschen vorbeigehen. Und hier drüber, das ist irgendwelche Bundesstraße, oder wie das heißt. Oder auf jeden Fall eine stark befahrene Straße. Und genau, jetzt werden wir auf jeden Fall unser Schlafplatz einpacken. Und jetzt erstmal Weg mit Schwierigkeit meistern. Sieht wie immer nicht so steil aus, aber es ist ungefähr 45 Grad. Unvergleichlich heißen mit der Unvergleichlichen. Oh, diese scheiß Werbung, ah fuck. Jawohl. Perfekt. Gemeistert. Also wir sind gerade richtig gestartet und wir gelaufen jetzt zum Trödelmarkt. Und der Trödelmarkt, der sollte irgendwo da ganz hinten vorhanden sein. Ich bin noch ein bisschen unausgeschlafen, oder wie das heißt. Wir sind beim Trödelmarkt angekommen. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich bei unserem Klettersteigtraining V2. Leider Gottes wurde in Bad Schandau Katastrophenalarm ausgelöst durch die bestehenden Waldwände in der böhmischen Schweiz und in der hinteren sächsischen Schweiz. Und deswegen sind wir einfach hier gelandet. Und zwar in der kompletten Verransung des Fernpost-Tansen. August beklebt den Mann. Der August, der klebt weiter. Unhaltige Betriebsmittel, das ist ja komplett radikal. Dieser Mann muss dringend neu geölt werden. Das ist so krank. Das ist so geil. Ich glaube, der Mann, der ist die ganze Zeit komplett da, aber er hört lieber einfach zu, anstatt sich an diesem Mist zu beteiligen. Er genießt es, wie so ein Kinofilm, nur ohne Bild. Genau. Ja, das war mal der Schöner vor dem Liter Pfeffi. Das ist doch geil. Zieh mal ein Resümee. Das ist ein lustiger Vormittag. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall. Das ist ein lustiger Vormittag, oder wie das heißt. Ich bin die verranzigste Person von ganz Trödelmarkt. Ich geister hier rum, oder wie das heißt. Mach schneller! Das hier ist dieses Trödelmarkt, oder wie das heißt. Das liegt sicher die ganze Zeit rum. Aber genau, das hier, das heißt Trödelmarkt. Genau, das so etwas liegt hier rum und sowas. Wir laufen hier durch dieses Trödelmarkt, oder wie heißt das, durch. Ich werde aber noch ein paar filmen. Und ich will ein paar filmen. Und das hier, das ist, genau, das ist Trödelmarkt, oder wie das heißt. Mit ganz viele Schuhe und so etwas und andere Sachen und schönen Farbfilm, auch so etwas hier, Schallplatten und Tiere gibt es ja auch Farbfilm. Sogar hier gibt es sogar ganz viele Tiere und sowas. Das ist Trödelmarkt. Hier gibt es sogar Tiere. Zeig mal doch mal dein Tattoo. Ich hab einfach für 3 Das ist ein richtig geiler Vogel. Das ist ein wunderschöner Vogel von der Tattoo. Danke gleichfalls. Wir müssen unbedingt mal draußen in der Nacht verbringen. Ich werde dringend gebraucht. Gebrost. Gebrost. Gebrost, Erik, jawohl. Gebrost. Geb.
Und ich penne hier im Trödelmarkt. Im Trödelmarkt Ransenpansen, bitte. Ihr brauchst Männer. Trödelmarkt. Immer locker vom Hocker. Ich wäre ein richtiger Überallpenner. Ein richtiger Überallpenner im Genussamok Überallpenner Camp, jawohl. Ich bin sogar hier auf dem Trödelmarkt. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Und das sollten alle auch mal nachmachen. Das ist ein richtiger Überallpenner. Selbst auf dem Flohmarkt Ransenpansen findet er richtige Zeit zum Entspannen. Jawohl, so muss es sein. Hier ist der ehemalige der Platz mit den ganzen Pimmelhimmeln hier. Und er ist endlich auferstanden. Jawohl, geil. Jetzt geht's weiter. Der Tag hat praktisch begonnen. Ne? Guten Morgen. Erstmal ein guten Morgen Bier. Guten Morgen, ich bin zurück. Jetzt wird nach da hinten, ich glaube. Genau. So, der Stand im Trödelmarkt ist abgebaut, die Sachen sind gepackt und jetzt gelaufen wir weiter. Ich habe hier auf dem Boden hier geschlafen, währenddessen. Und habe nichts mitbekommen, wie immer. Ich habe wenig Zeit, wir müssen zur nächsten Session. Der Klettersteig ruft. Katastrophenalarm wurde ausgelöst. Guck mal, genau hier drunter haben wir geschlafen letzte Nacht. Unter dem Fahrzeug, also da, wo Fahrzeuge rüberfahren. Genau hier, bei diesen hier, haben wir gepennt. Das war cool gewesen. Und hier laufen wir jetzt gerade schon wieder hoch. Hier vorne habe ich ein Video gemacht, wo ich Männertag 2022 in Dresden verfilmt habe. Das müsst ihr euch alle geben. Das verpflichte ich euch.